beseitigen. Aber nicht die Bevölkerung. Seine Hoheit hat ausdrücklich befohlen, dass die Stadt... Waren das kaiserliche Dragons? Was zur Hölle passiert hier? Finden wir es raus. Gut. Aber erst suchen wir Götz. Hoffentlich ist er wohl auf. Hier dort! Oh. Stehen geblieben! Muss das sein? Sie gehören dir! Froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Der Glockenturm. Gut, weiter. Ah, ein Lastkran.
suchen wir einen anderen Weg. Siehst du Guts irgendwo?
Thank you.
Hier drüben! Hier drüben, Clive! Der war riesig! Götz, da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut, verschwinden wir. Was jetzt? Dion, was tut ihr? Wir müssen fliehen. Euer Gnaden, ich bitte euch. Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jote, aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Und, wie geht's jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und, wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen, rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwei im Stich lassen? Das mache ich nicht! Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich gebe euch aber nichts umsonst. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke, Götz.
Lass mich nur mein Zeug rausholen. Brauchst du noch was anderes? Gut, hier, bitteschön. Brauchst du noch was anderes? Gut, hier, bitteschön. Brauchst du noch was anderes? Alles erledigt? Willkommen bei Götz Amboss! Fertig! Glaube ich. Das habe ich gut hinbekommen. Fertig! Glaube ich. Viel Glück, Clive. Sei tapfer, mein Großer. Drachenschweif liegt vor uns, Clive. Ohne ihn ist ganz Sturm von den Kristallen befreit. Das wird auch Zeit. Aber Vorsicht. Bahamut ist hier noch irgendwo. Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. So viel Zerstörung. Irgendwie kommen wir schon zurecht. Spürst du das auch? Äther. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akasisch. Dann gibt es keinen Grund zur Rücksicht.
müssen ihm helfen. Das werden wir. Aber dafür müssen wir weiter. Nicht die wieder. Nicht jetzt! Thank you.
muss der Ratspalast sein. Unglaublich, dass er noch steht. Ja, unglaublich. Er wird das schaffen, Clive. Er ist ein Kämpfer. Wir sind schon nah. Anscheinend schon nah genug. Das hält uns aber nicht ab. Sicher nicht.
Diese Wesen. Sie werden stärker. Darüber denken wir später nach. Jetzt sollten wir uns auf eine Sache konzentrieren. Den Kern. Vielleicht kommen wir durchs Innere weiter. Versuchen wir's. Etwa das Kind von dir und dem Kaiser? Wieso, Mutter? Wieso hast du uns verraten? Wage es nicht! Antwortet ihm! Was fällt dir ein, Wildling? Ein wenig Respekt, wir haben dich aufgezogen! Ehrwürdige Erwin dachte stets an sein kostbares Reich. Doch welchen Wert hat das noch in einer Welt geplagt von Fäule? Es ging Vater nicht darum, sein Reich zu schützen. Er wollte die Menschen schützen. Es ist nicht die Aufgabe eines Herrschers zu beschützen. Er muss die Quelle seiner Herrschaft sichern. Das blaue Blut, das in seinen Adern fließt. Solange das rein ist, spielt es doch keine Rolle, ob ein Reich untergeht. Man gründet einfach ein neues. Im Gegensatz zu ihm habe ich meine Pflicht erfüllt. Ich habe mein Erbe bewahrt. Ich habe einen Sohn von so edlem Blut, dass die Welt ihn vergöttern wird. Deshalb verkaufte ich Rosaria an Sanbreck. Die Vereinigung meiner Linie mit den Lesage hat diesem geplagten Land einen Retter geschenkt. Mit dem Segen von Bahamut und dem Phönix. Ein ganzes Land verkauft für so etwas. Wozu noch ein Sohn? Du hattest Joshua. Ich hatte nichts. Du warst ganz klar deines Vaters Sohn. So stark und kühn und verwegen. Und doch bist du nie erwacht. Hätte Joshua auch nur ein Zehntel deiner Kraft gehabt. Wie alle spotteten, dass Elwins Erstgeborene der Sohn einer Konkubine sei und meiner dem Tode geweiht. Diese Schmach, ertragen zu müssen, wie Untergebene über mich lachen. Ein Gefühl, das du nie verstehen wirst. Warum warst du es nicht? Warum hat der Phönix nicht dich auserwählt? Joshua hat sein gesamtes Leben die Last geschultert, die du, der Phönix und das Herzogtum ihm aufgezwungen haben. Deshalb wurde ich sein Schild, um ihm dabei zu helfen. Und was hast du getan? Deine Familie hintergangen. Und deinen eigenen Sohn hast du geopfert! Joshua, mein lieber Junge. Ich wollte ihm nie wehtun. Sie hatten klare Befehle, ihn zu verschonen. Warum hast du überlebt, während mein geliebter Sohn gestorben ist? Was? Hast du nicht aus dem Fenster gesehen? Joshua ist hier! Der Phönix lebt noch! Er kämpft da draußen gegen Bahamut! Joshua! Wach auf! Ich bin ein Schild von Rosaria.
Und ich werde meine Pflicht tun. Clive? Thank you.
Joshua. Thank you.
ihn aufhalten. Thank you.
etwas unternehmen. Das machen wir. Und zwar jetzt! Joshua. Es tut mir so, so leid. Du lebst. Und was zählt, ist nur das, Bruder. Ich hätte nicht zu träumen gewagt, dich wiederzusehen. Wieder vereint. Jill! Der uns auseinandergerissen hat, ist tot.
Vater. Der Mutterkristall! Er zerfällt! Ja, nichts wie weg hier. Nein, warte! Das bin ich ihm schuldig. Na gut. Einhalt gebieten. Ich fürchte nicht, Durchlaucht. Die Dragoons unterstehen seiner prinzlichen Hoheit. Der Rat hat keine Macht einzuschreiten. Was ist in dich gefahren, Dion? Priorität hat das sofortige Löschen der Feuer um das Palais. Der Rest kann warten. Steh nicht rum! Los! Ja, mein Herr. Meine Güte! Dion! Hast du etwa deinen Verstand verloren? Ruf sofort die Dragoons zurück! Keine Sorge, der Bevölkerung werden sie kein Leid zufügen. Ich komme euch zu retten, Vater. Du willst was? Üble Schatten lauern im Herzen Sanbrecks. Sie stammen von eurer Frau, der Verräterin Annabella. Kein Wort mehr, Dion. Vater, ihr wollt es nicht sehen, doch sie hat euren Geist verdunkelt, euch euer Selbst vergessen lassen. Bitte erinnert euch, ihr wart ein gütiger und gerechter Herrscher und kein Tyrann. Warum wendet ihr euch jetzt von eurem Volk ab? Warum wollt ihr jetzt die Feuer des Krieges schüren? Auch ihr habt diesen Wandel miterlebt, eure Eminenzen. Und ihr wisst so gut wie ich, wer dafür verantwortlich ist. Ihre Marionette sitzt nun auf dem Thron. Doch ohne ihre Fäden verliert auch sie ihre Macht! Was? Dion, vor mir willst du deine Waffe erheben? Wachen! Ergreift ihn! Für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Dies waren eure Worte. Doch wenn jeder eurer Untertanen tot ist und von ihren Häusern nichts mehr bleibt außer Asche, was wird dann aus eurem Reich, seinen Herrschern, eurer Göttin? Die Mutterkristalle verblassen mehr und mehr. Die Fäule verschlingt alles, was uns lieb und teuer ist. Und unser Volk vertraut seinem Kaiser, es zu schützen. Doch er strebt nicht nach einer sicheren Zukunft, sondern plant, die restlichen Reiche zu erobern. Sogar wenn es alles kostet, was seine Bürger mit Mühe und Not aufgebaut haben. Dion, verstehst du denn nicht? Es ist doch ein geringer Preis, oder nicht? Du hast deine Macht nicht umsonst bekommen, Dion. Dafür ist sie doch da. Also geh und hol mir Valisthea, Bruder. Ah!
Vater. Armer Vater. Er hat seine Kinder wirklich geliebt. Dass er für mich sterben würde, war klar. Die Frage war nur wann. Du, was hast du? Du hast wirklich lang an dich gehalten, doch bist letztendlich zerbrochen. Und nun nähert Mythos sich uns. Wollen wir doch mal sehen, wie viel er ertragen kann. Los, Bahamut. Vatermörder. Schon wieder. Bruder? Erklär später. Du kannst hier nicht bleiben, Mutter. Komm. Nimm meine Hand. Bewusstsein ist, das eure Willen verwoben hat. Bewusstsein, die Grenzen des Ichs zwischen euren Willen weiter verwischt. Dann werden wir euch erneut entzweien. Ist die Bindung durchtrennt, wird alles, auch die Menschheit, zur alten Ordnung zurückfinden. Genesis eine neue Zeit der Vernunft einläutet. Entspannt euch, Majestät. Wollen wir spielen? Es ist so lang her. Wenn ihr es wünscht. Ha! So armselig wie alle anderen. Solch erbärmliche Wesen.
Ihr besitzt die Macht der Esper. Und doch führen euch eure belanglosen Affekte in den Ruin. Und so bindet ihr euren schwachen Willen an die Fäden eures Bewusstseins. Ein kläglicher Versuch der Selbstbewahrung. Das Schicksal hat die Söhne des Feuers wieder vereint und einen Augenblick hat ihre Flamme hell gebrannt. Bald, Mythos, wird dein perfekter Leib uns empfangen. Und die Welt wird neu erschaffen werden. Erst müssen die Fäden durchtrennt werden. Der Treue, des Respekts, der Liebe. Erst wenn jeder dieser Fäden vom Bewusstsein getrennt wurde, wird Mythos zu uns zurückkehren. Durch Primogenesis wird alles verlöschen. Die Menschheit wird ihre Fehler verlieren. Und Mythos seinen Willen. Doch während er ihn in sich trägt, kann er die Fäden neu verknüpfen lassen. So bitten wir dich. Finde Mythos und zerschneide sie alle. Wie soll ich zerstören, was nicht greifbar ist? Das ist unmöglich. Deine schwarze Klinge vermag alles zu zerschneiden, Odin. Wir werden eins mit Mythos. Die Welt wird erneuert werden. Nur darf unser Leib sein Menschsein nicht weiterentwickeln. Euer Wunsch, mein Herr, ist mir Befehl. Geht es ihm besser? Er schläft. Schon seit wir zurückgekommen sind. Taya sagt, dass er bald wieder bei Kräften ist. Zumindest vorerst. Er hat etwas auf seiner Brust. Eine Schwellung. Versteinert. Der Fluch. Jeder Berg, den wir erklimmen, gibt den Blick auf den nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Joshua wird wohl noch eine Weile schlafen. In der Zwischenzeit sehe ich am besten mal bei Otto vorbei.
Es wird Zeit brauchen, bis wir verarbeitet haben, was im Dominium passiert ist. Leider ist Zeit genau das, was wir nicht haben.